und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute wollte ich mit euch in der Kenwood Cooking Chef Gourmet eine Pizza machen. Und zwar Pizza mit Tomate, Aprikose und Mozzarella. Sieht so aus, ist aus der Kenwood Genuss vom Sommer. Gab es bei uns auch schon mal. Ich finde sie super lecker. Heute mache ich sie nochmal und ich habe gedacht, dann verfilme ich sie direkt. Und der Teig ist angegeben für 4 kleine Pizzen. Ich werde das auf dem Zauberstein machen. Eine große werde ich machen. Ich lese euch kurz die Zutaten vor. Ihr braucht eine Zwiebel, 500 Gramm reife Kirschtomaten, 100 Gramm Dörr-Aprikosen, 2 Esslöffel Olivenöl, 1 bis 2 Teelöffel Zucker, 2 bis 3 Esslöffel Rotweinessig, 2 Esslöffel Tomatenmark, Salz und Pfeffer, 200 Milliliter Wasser, 20 Gramm Hefe, 400 Gramm Weizenmehl, 1 Teelöffel Salz, 250 Gramm Mozzarella, 3 Esslöffel Olivenöl zum Beträufeln hinterher und schwarzer Pfeffer und frischer Basilikum zum Bestreuen. Den habe ich jetzt nicht da. Ich nehme jetzt ein bisschen Rucola. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch an. Als erstes gebt ihr jetzt 2 Esslöffel Olivenöl in die Rührschüssel. Das habe ich schon gemacht. Setzt euer Flexi-Rührelement ein mit dem schwarzen Gummi. Das ist ja für herzhafte Speisen. Und dann schalten wir auch die Rührintervallstufe 3 ein und schwitzen das Ganze 3 Minuten bei 120 Grad an. Ja, und ich melde mich dann, wenn die Temperatur erreicht ist. So, die Kenwood hat die Temperatur von 120 Grad erreicht. Jetzt geben wir einmal die Zwiebel dazu. Und die halbierten Kirschtomaten. Schließen die Maschine wieder und jetzt geben wir 3 Minuten ein. Und schwitzen das bei Rührintervallstufe 3, 3 Minuten an. Die 3 Minuten sind rum. Jetzt geben wir unsere 1 bis 2 Teelöffel Zucker über die Tomaten, lassen das kurz ein bisschen karamellisieren. Ich stelle da ruhig wieder 120 Grad ein. Rührintervallstufe 3 und so 1,5 Minuten und danach gebe ich dann das Tomatenmark dazu. So, die Zeit ist jetzt auch rum. Jetzt löschen wir einmal mit dem Rotweinessig ab und geben auch das Tomatenmark dazu. Ich nehme 2 Esslöffel. Zwei gute Esslöffel. So, jetzt mal eben noch schauen. Und die Aprikosen kommen jetzt dazu. Die hatte ich ja schon so klein geschnitten. So, und dann wird das Ganze 8 Minuten leise vor sich hin geköchelt. Mach mal 95 Grad. 8 Minuten. Rührintervallstufe 3 lasse ich und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in 8 Minuten wieder. Die 8 Minuten sind jetzt auch rum. Jetzt soll das Ganze einmal kräftig mit Salz und Pfeffer gewürzt werden. Ich gebe so einen guten Teelöffel Salz rein und würze mit meiner Pfeffermühle. Lass das jetzt noch einmal auf Intervall, nehme ich mal raus, kurz durchrühren und dann fülle ich das um und spüle die Rührschüssel und dann werden wir den Pizzateig machen.
So, meine Tomatensauce habe ich umgefüllt. Sieht so aus, riecht richtig lecker, schmeckt auch sehr gut. Ich habe noch einen halben Teelöffel Salz dazugegeben. Jetzt ist sie gut gewürzt. Rührschüssel habe ich ausgespült. Da geben wir jetzt 250 Milliliter lauwarmes Wasser rein. Zerbröckeln die Hefe einmal, 20 Gramm. Und jetzt muss ich mal eben hier mein Spickzettel oder mein Heftchen holen. So, und Mehl und Salz. Das Mehl habe ich auch schon abgewogen. Ich nehme 550er und 400 Gramm. Nehme ich auch dazu. Und einen Teelöffel Salz. Und das wird jetzt auf der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe mit dem Knethaken verknetet. So 5 Minuten. Stelle ich hier einmal 5 Minuten ein. Und nehme die Stufe Min. Bis gleich. Die 5 Minuten Knetzeit sind jetzt um. Ich habe jetzt einmal schon den Teig vom Knethaken abgemacht. Den nehmen wir jetzt auch ab. Ich zeige euch kurz mal den Teig. So sieht er jetzt aus. Den lassen wir jetzt in der Rührschüssel, schließen die Kennwurst, geben einmal 40 Grad ein, setzen unseren Spritzschutz auf und geben hier einmal eine halbe Stunde ein. Denn so lange lassen wir den Teig jetzt hier drin bei 40 Grad gehen. Jetzt steht, dass in der Zwischenzeit der Backofen auf 250 Grad vorgeheizt werden soll. Und wenn der Mozzarella noch nicht gerieben ist, sollte man den dann reiben. Ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Also ich brauche ja den Mozzarella nicht reiben, ich habe ihn schon gerieben gekauft. Und ich melde mich, wenn die halbe Stunde rum ist. So, die halbe Stunde Gehzeit ist jetzt auch um. Ich euch mal den Teig. Ist auch schön aufgegangen. Und jetzt werde ich den auf meinem Zauberstein verteilen. Ich denke mal, dass ich das sogar auf zwei Zaubersteinen verteile. Damit ihr besser seht, werde ich jetzt die Kameraeinstellung verändern. Den Teig habe ich jetzt durch zwei geteilt. Ich werde das jetzt auf zwei Zaubersteinen verteilen. Den Pizzateig. Ich roll den jetzt einmal aus. Und ja, ich würde sagen, wenn ich den fertig ausgerollt habe, melde ich mich wieder bei euch. Den Teig habe ich jetzt auf meinen beiden Zaubersteinen verteilt. Hier ist der andere. Mein Backofen heizt jetzt auch auf 230 Grad Ober- und Unterhitze vor. Da ich mit dem Zauberstein backe, gehe ich nicht auf eine Temperatur von 250 Grad, sondern nur auf 230 Grad. Jetzt verteile ich einmal die Hälfte der Tomaten-Aprikosen-Mischung auf meinem Zauberstein und auf dem anderen dann gleich die andere Hälfte. Also die Soße riecht auch total lecker. Müsst ihr ausprobieren. Also ist ein ganz neues Geschmackserlebnis, finde ich. So, das verteile ich jetzt einmal. Jetzt verteile ich noch den Mozzarella darüber. Den Mozzarella habe ich jetzt auch verteilt. Jetzt geht der Zauberstein oder wandert der Zauberstein bei mir in den Backofen. Im Rezept steht jetzt so 15 Minuten. Das dauert natürlich bei mir ein bisschen länger. Ich setze jetzt erstmal 25 Minuten an und ich melde mich dann, wenn ich die Pizza raushole und sage euch dann, wie lange ich sie definitiv drin hatte. Hier ist jetzt meine fertige Pizza. Ich hatte sie 25 Minuten im Backofen bei 230 Grad Ober- und Unterhitze. Allerdings habe ich sie nach einer Viertelstunde abgedeckt, weil mir sonst der Käse zu braun geworden wäre. Ich habe jetzt einfach noch ein bisschen Rucola direkt oben drauf verteilt. Und jetzt habe ich, damit mir das bei der zweiten
bei dem zweiten Zauberstein nicht passiert, den Backofen auf 210 Grad reduziert und werde jetzt die Pizza dort bei 210 Grad auch so 25 Minuten backen. Jetzt werde ich die Pizza anschneiden und euch noch auf dem Teller anrichten und dann melde ich mich nochmal bei euch. Hier habe ich euch die Pizza jetzt mal auf dem Teller angerichtet. Mir schmeckt sie wirklich sehr gut. Finde ich ganz toll mit dieser Kombination der Tomaten, Mozzarella und diesen Aprikosenstückchen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.